Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind weiterhin in der gleichen Aufnahmesession wie letzte Woche. Das heißt, ich bin hier wieder mit dem wunderschönen René am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, René. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schöne Begrüßung. Habe ich mir Mühe. Ja, wundervoll, wundervoll, wundervoll. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Zitat rein, ohne lange zu schnacken. Ja. Auf Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Okay, das war jetzt überraschend, ne? Komplett überraschend. Ich habe jetzt mit irgendwas anderem gerechnet, aber nicht damit. Kannst du es nochmal vorlesen? Auf Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Von Marc Aurel. Auf Dauer der Zeit nimmt die... Also ich hätte es jetzt eher so gesagt, dass du dich mit der Zeit entwickelst und damit auch dann so dein Äußeres dann irgendwie veränderst. So hätte ich das jetzt ein bisschen aufgefasst. Also so Es meint halt so ein bisschen, dass deine Gedanken langfristig gesehen deinen Charakter formen. Und deswegen ja auch das, was wir in der letzten Folge, was wir am Ende angesprochen hatten, das Prinzip der Autosuggestion. Und dass die Seele auf Dauer die Zeit der Gedanken, dass die Seele auf Dauer der Zeit die Farbe der Gedanken annimmt, meint halt einfach in der Autosuggestion auch, wenn wir uns vorstellen, dass wir aufhören zu rauchen oder sowas, schwappt das nach und nach ins Unterbewusstsein und sackert ab, Step by Step. Und dann passiert das Ganze auch. Darauf zielt dieses Zitat halt so ein bisschen ab. Ich fand das ein bisschen schön, um auf die letzte Podcast-Folge einmal so ein bisschen anzuknüpfen. Und ansonsten stell uns gerne einmal das Thema der heutigen Folge vor. Das heutige Thema ist, weil ich ein bisschen selber momentan ein bisschen angekotzt bin davon, hat ein bisschen private Gründe, ist Krypto schon massentauglich? Das heißt, gesellschaftlich anerkannt, was braucht es dazu? Und ja, das ist also das Thema. Weil, um das jetzt so ein bisschen Erklärung und sowas, wie gesagt, bei mir ist privat eine Menge los die letzten Wochen gewesen, deswegen auch die eine Folge ausgefallen. Banken, sagen wir mal so, akzeptieren keine Kryptowährungen. Also für eine Bank ist eine Kryptowährung so viel wert wie so ein Penny-Coupon oder so ein Payback-Coupon, um es mal so auszudrücken. Das heißt, willst du irgendwas von einer Bank, hast Krypto auf deiner Wallet oder sagst denen zumindest, du hast das und das, kannst es auch vorzeigen, interessiert es die einen Scheißdreck. Und da ist mir so gekommen, Krypto ist zwar noch sehr, sehr jung, ist aber meiner Meinung nach noch nicht wirklich massentauglich gestaltet. Also so zumindest, dass es anerkannt wird. Klar, es gibt Kryptokarten, mit denen kannst du was kaufen, aber es wird immer noch nicht, trotz des mittlerweile genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs, nicht wirklich als Asset anerkannt. Bitcoin vielleicht eher, aber auch nicht mal das. Und das, obwohl es Banken gibt, die mittlerweile so ein bisschen in das ganze Krypto-Thema einsteigen, aber es wird einfach nicht akzeptiert. Und deswegen wollte ich damit heute mal mit dir darüber reden, was du dazu sagst, so generell. Und auch, was es braucht, damit es wirklich mal massentauglich wird, beziehungsweise es auch so ein bisschen gesellschaftlich akzeptiert wird. Da können wir gerne auch vielleicht dann mal später so ein bisschen aufs Thema YouTube und sowas mit drauf eingehen. Ja, du sprichst ja gerade so ein bisschen das Ding mit den Banken. Ich denke, es ist sehr, sehr viel daran, dass sie es nicht anerkennen. Und zum einen gibt es bisher nur den Bitcoin Spot ETF. Das andere sind halt so Larifari-Produkte für viele. Zum anderen ist es, denke ich, halt so, dass viele in den Banken, vor allen Dingen, sage ich mal, jetzt so in den unteren Etagen, die mit den normalen Kunden in Kontakt treten, dass die sich darüber halt auch nicht informieren privat. Und beruflich werden die darüber so oder so nicht informiert. Bis dieses Thema nach unten hindurchsackert, ja, meine Fresse. Also wenn die hier bei mir um die Ecke in der Sparkasse wissen, unten am Schalter oder bei den Leuten, mit denen du Kreditverträge oder sowas machst, um Absicherungen zu hinterlegen. Also wenn die wissen, dass es einen Bitcoin-Spot-ETF gibt, dann falle ich ja schon vom Glauben ab. Dann fällt mir das Brötchen echt aus dem Gesicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, halt wie gesagt, zum einen, dass die Leute sich privat über sowas informieren, zum anderen, dass die beruflich darüber informiert werden, was da aktuell so abgeht. Denn du kennst es ja, du warst ja selber auch eine Zeit lang berufstätig. Wie viel von ganz oben den Sachen, die passieren und entschieden worden sind, kommen bei dir unten als Arbeiter an? Null. 0,04%. Ja. Wenn überhaupt an der Stelle. Und da, denke ich, ist einfach auch so ein bisschen dieser Struggle dahinter. Und ich denke, es
ist zu einem Teil auch gut so, dass das nicht so weit da ankommt, denn es ist ja viel diese Kryptoszene in den Technik-Freak-Sachen halt bekannt, sage ich sie mal, ja. Ohne das Wort Freak jetzt negativ werten zu meinen. Es ist ja viel im Bereich Softwareentwicklung und ist es ja drin. Wie zum Beispiel nehmen wir den Token RNDR, der hat ja quasi schon eine Anwendung. Oder bekommt sie ja jetzt zum Beispiel die RNDR-Tokens, die braucht ihr, um damit am Ende des Tages Grafikkartenleistung halt einfach zu bezahlen, die jeder online stellen kann. Ihr habt eine Grafikkarte zu Hause, wie zum Beispiel ich eine GeForce RTX 3080, 3090 oder so habe ich drin. Das ist ganz schön viel Geld zu hören. Und ich, nein, Quatsch. Und die lädst du halt hoch und bietest die Leistung dieser Grafikkarte halt an, weil ich nutze sie halt nicht. Oder nicht immer sehr, sehr viel. Und damit können andere Leute das dann Ganze kaufen. Damit wird hier quasi so ein eigenes Ökosystem gebaut, womit du diese globale Bankwährung und so halt quasi einfach Step by Step aushebelst. Und deswegen ist es halt nicht dieser Punkt, dass es bei den Banken einfach ankommt. Ja, ich glaube eher, das Problem ist, Banken juckt es halt. Ein Scheißdreck, um das mal ganz so deutsch zu sagen. Weil ich habe auch mal ein paar Artikel rausgesucht mittlerweile. Es gibt ja VR-Bank und sowas, die sich jetzt ein bisschen, also vor allem aus Bayern, eine Bank, die sich ein bisschen mehr mit Bitcoin und sowas, sage ich mal, auseinandersetzt. Es gibt sogar Banken, einschließlich meiner Bank, die zum Beispiel auch Krypto-Wallets komischerweise anbietet. Lustigerweise auf ihrer Website, also sowas wie Ledger und Bitbox und sowas, wird komischerweise angeboten, um seine Bitcoins und Kryptos sicher zu verstauen. So der Text aus der Anzeige da. Aber wenn du welche hast, juckt es die Banken Scheißdreck. Also ich verstehe es ja oder würde es verstehen, wenn du sowas wie Cardano und sowas als Rücklagen anbietest. Aber wir haben ja mit USDT, also USD Tether, der ja an den US-Dollar knüpft ist, also ein USDT ist ja ein Dollar und sowas. Nicht mal das wird als Rücklage angesehen. Und da sehe ich zukünftig bei vielen auch das Problem, die möglicherweise sagen, yo, ich habe zum Beispiel, mal als Beispiel 300.000, 400.000 in Krypto, ich hätte gern einen Kredit von euch. Ja, Scheißdreck gibt's. Weil Krypto ist kein Asset. Kannst du ja nicht liquidieren. Natürlich kannst du es liquidieren, theoretisch, aber juckt die Banken nicht. Das heißt, momentan ist es verdammt schwer mit möglichen Bitcoin oder Krypto Portfolios, erstens Kredite zu bekommen, zweitens überhaupt diese dann auch wieder auszugeben und dann möglicherweise ja auch halt auszugeben, ne? Ja, allerdings, ich denke, daran wird schon gearbeitet, denke ich, so ein bisschen halt auch in diesem DeFi-Bereich und so. Ich weiß nicht, sagt dir die Bank AAVE und sowas was? Nee. Ich denke, das wird diese neue Generation von Banken, sage ich mal, dass sie kommt, die akzeptieren halt auch Kryptos und bei denen kannst du dir halt auch Kredite und Hund holen. Aktuell, soweit ich das, ich bin in dem Thema selber nicht so tief drin, allerdings habe ich bei uns einen in der Gruppe, der macht sehr, sehr viel im DeFi-Bereich und holt sich bei denen auch Kredite und baut damit Positionen auf und. Schon ganz interessant. Und da ist es halt so, da kannst du deine Kryptos als Sicherheit hinterlegen und bekommst dafür halt den Kredit. Ist allerdings halt auch so ein bisschen wie Hebeltrading, wird dein normales Kapital liquidiert, wirst du komplett liquidiert in diesen Positionen. Ne? Wie sich das dahingehend dann weiterentwickelt, weiß ich nicht. Ansonsten zum Beispiel, wen ich langfristig dafür auch sehr, sehr interessant sehe, ist zum Beispiel, ich habe sie am Anfang auch mit sehr, sehr viel Skepsis betrachtet, gucke mir die aber immer weiter an und überlege da auch ein Konto langfristig zu machen. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, egal. Die Bank Swiss Money. Ich mache da doch kein Konto. Ich habe noch zwei, drei andere Möglichkeiten. Ist Ja, okay. es gibt ja auch noch andere Konkurrenzprodukte, um das Ganze hier mal. Ja, Du zum weißt, einen was ich keine meine. Werbung, aber Ja. Swiss Money ist ja auch einer dieser bekanntesten, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob sie dich schon mal für eine Partnerschaft angeschrieben haben. Ja, habe ich aber abgelehnt. Ja, ich wollte zu hohe Konditionen haben. Da Nee, hatte ich keinen Bock mehr. das hatte einfach den Aspekt. Also, ich nutze, muss ich ehrlicherweise sagen, das auch. Also, Swiss Money. Das Problem war einfach, Du hast da ein Konto? ich habe ein Konto da, ja. Aha. Das Ding ist, warum ich es abgelehnt habe, die Partnerschaft, die konnten mir nicht die Konditionen geben wie anderen YouTubern. Und das fand ich ein bisschen der Community-mäßig, ja, einfach nicht fair. Weißt du, wenn ich den Leuten dann sage, ey, meldet euch zum Beispiel über meinen Link an und sowas, habt da aber nicht die Vorteile wie bei anderen Krypto-Influencern, YouTubern etc. Deswegen habe ich es abgelehnt. Aber das ist ein erster wichtiger Step, weil ich finde,
die Art und Weise, wie Swiss Money es macht. Es wird natürlich auch noch andere Konkurrenzprodukte geben. Ich meine, Renegade arbeitet daran, andere Projekte auch. Sind aber auch alles keine deutschen, ja, Banken, ne? Also die haben klar EU-Recht, so viel ich weiß. Also ich glaube, die haben ihren Sitz in Litauen, die Bank, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. LT müsste, glaube ich, davor stehen. Ist halt nichts Deutsches, ne? Und dann Überweisungen wiederum tätigen, könnte kritisch werden. Weil es gibt Banken, auch eine größere deutsche Bank, wo ich es weiß, die zum Beispiel Auslandsüberweisungen, und es wäre ja dann theoretisch, wenn du ein litauisches Konto hast, also LT, die das untersagt. Und erst wenn du den Nachweise wieder bis zum Unermesslichen bringst, dann darfst du Auslandsüberweisungen machen. Ne? Also da könnte es dann auch schon wieder scheitern. Es ist cool, dass es sowas gibt, aber du könntest in der normalen Volkswirtschaft, sage ich jetzt einfach mal, noch Probleme damit haben. Noch, ja. Sehe ich allerdings auch so ein bisschen zukunftsorientiert. Langfristig gesehen brauchst du die Überweisung ja nicht mehr. Wird ja alles abgelöst durch Blockchain, sage ich mal. Wenn es so kommt. Aber ich meine, du brauchst immer noch diese Off-Ramp, wo du es umtauschen kannst. Weil momentan, was machst du mit beispielsweise 100.000 USD-Teller? Was machst du damit? Bleibt ja nur, du musst jetzt mir keine Antwort darauf geben, theoretisch. Aber es ist halt verdammt schwer, diese Kryptos dann auch zu liquidieren wiederum. Natürlich gibt es OTC-Handel, aber das ist so, ich sage jetzt mal für deutschen oder ich sage jetzt mal vor allem europäischen Markt mit dieser komischen MiCA-Verordnung, die jetzt auch noch kommt, ist es ja da so der nächste Step, wird es halt immer schwieriger. Und da wird so ein bisschen der Riegel vorgeschoben, was Europa meiner Meinung nach deutlich krypto-unfreundlicher macht. Und auch das ganze Thema Banken, wie gesagt, die Banken wollen dann auch, ja, wo kommt denn das her? Und dann verweigern sie es dir und sowas. Ne? Also wir sind trotzdem, dass es Kryptowährungen jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren gibt, immer noch sehr, sehr früh am Anfang. Was natürlich auch den Markt noch sehr, sehr interessant macht, auch wenn Bitcoin mittlerweile in 1 Trillion oder Billion Asset jetzt mittlerweile wieder ist, nach heutigem Stand. Ja. Ja. Ich finde es alles immer schwierig aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Ja, ich gebe ja keiner Meinung oder keiner Seite am Ende des Tages wirklich recht. Sind wir wirklich noch so am Anfang damit? Ich meine, die Dotcom-Blase ist auch 2001, 2003 oder so richtig geplatzt, wo alles nach unten geraucht ist. So vom Gefühl her würde ich sagen, riecht es förmlich danach, dass das 2025 passiert und das ziemlich viel mal eben abraucht. Einfach nur so eine Idee dahinter, die mir mal in den Kopf gekommen ist. Und dass sich in diesem Moment dann halt wirklich diese Spreu vom Weizen auch trennt langfristig gesehen, welche Projekte halt einfach überleben werden, welche sich etablieren werden und, und. Wir stellen damit ja auch die Möglichkeit auf, wie eben schon erwähnt, dieses komplett eigene Ökosystem aufzubauen, wodurch du dann langfristig diese ganzen Banken und so ja sowieso aushebelst. Du spielst ja am Ende des Tages deine eigene Bank. Ey, diese Währung, die finde ich cool, um das und das Produkt zum Beispiel langfristig zu nutzen und zu kaufen. Wie bestes Beispiel für mich RMDR. Einfach reinbuttern. Konsequent. Und einfach, weil du entweder davon ausgehst, dass du sie am Ende selber einlösen willst für das Produkt, was du halt am Ende des Tages bekommst, oder weil du sie wieder verkaufen willst, weil du dann halt im Grunde selber die Bank spielst wieder und gibst den Leuten die Münzen dafür, die sie brauchen, um sich das Produkt, was sie haben wollen, zu kaufen. Du bist am Ende des Tages jedes Mal deine eigene Bank. Und ich Ja. denke, das kommt einfach Step by Step. Aber du bist ja immer noch im Crypto-Space drin, weißt du, was ich meine? Und Ist wofür musst du da viel. raus, ist halt die Frage. So, Das wenn ist du das dein andere. Aber Geld ich sage jetzt mal liquid. so: Ich meine, wir sind beide selbstständig, ne? Wir müssen auch immer noch Lebensmittel normal kaufen. Wir können das immer noch nicht mit Krypto und sowas kaufen, ne? Du kannst es nicht. Hast du keine Debitkarte oder so von Natürlich, aber ich irgendeinem? meine jetzt mal so, ich kann mir jetzt nicht einfach auf mein Schieß mich tot Bank mir Kryptowährungen hinschicken und damit jetzt meine Miete und sowas bezahlen. Natürlich gibt es diese Umwege. Ich habe eine Krypto-Debitcard, davon gibt es Krypto.com und was weiß ich, wie sie alle mittlerweile heißen, gibt es natürlich genug. Das Ding ist, du hast sehr, sehr hohe Gebühren, ist das Erste, wo dann Hä, natürlich. lol? Was? Hä, lol? Ja doch, teilweise hast du schon hohe Gebühren.
Also es gibt Karten Keine mit. Ahnung, mir noch nie untergekommen Ja, dabei. aber es ist halt so, du hast teilweise 5 bis 6% Gebühren, Einzahlungsgebühren, Abhebungsgebühren, dann gibt es ja immer noch, ich meine, wir leben in Deutschland im Jahr 2024, gibt es immer noch Sachen, wo du nicht mit Karte zahlen kannst, das heißt, du brauchst Bargeld. So ist es. Dann gehst du zur Bank und hebst von deiner Krypto-Debitkarte das Geld ab. Ja, aber es ist halt sehr, sehr umständlich immer noch. Weißt du, das ist einfach so dieses Ding. Und da Ja, gibt es aber ob du andere zur Länder, Bank gehst auch wiederum mit Dubai deiner und. normalen Bankkarte und Geld abhebst oder mit der Kryptokarte. Ja, aber es geht einfach um diesen Switch, weißt du, dass es einfach nicht akzeptiert wird. Und da sind andere Länder, und da nenne ich jetzt auch mal wieder Dubai, auch wenn es von manchen gehasst ist, von manchen geliebt ist, wo du teilweise halt auch Wohnungen und sowas schon mit Krypto zahlen kannst. Also halt mit USD Tether, weil es halt einfach dieser Stablecoin ist, ne? Ich würde jetzt, glaube ich, nicht mit Cardano jemanden meine Wohnung bezahlen lassen, weißt du, das würde ich auch nicht machen, weil mir das Risiko zu hoch wäre, ne? Aber mit so einem Stablecoin wahrscheinlich schon eher, ne? Und das ist einfach das, was es momentan immer noch sehr, sehr unfreundlich macht, meiner Meinung nach. Und da muss sich was ändern. Auch wenn sich in den letzten 2 Jahren, muss ich echt sagen, extrem viel getan hat. Wie du es gesagt hast, Swiss Money, Crypto.com und sowas und wie sie alle heißen und sowas. Aber es fehlt immer noch so ein bisschen so diese All-in-One-Plattform, wo du theoretisch ja auch Kredite und sowas halt machen kannst. Es gibt, ich weiß, dass Projekte daran arbeiten. Die Frage ist, überleben die es bis dahin? Zwecks Geldmangel und sowas, ne? Bullrun und was auch immer noch so kommt. Oder wird es einfach bei dieser Idee bleiben und Krypto wird in Anführungszeichen immer klein gehalten? Ob das bewusst oder unbewusst ist, ich meine, wir haben jetzt auch BlackRock im Markt, die mittlerweile laut gestrigen Stand 109.000 Bitcoin mittlerweile halten. Das muss man sich mal geben und das innerhalb von einem Monat jetzt. Haben die sich einfach mal 100.000 Bitcoin ergattert. Also schon krass, wie da der Markt aufgekauft wird, ne? Und wie du, ich bin da auch so ein bisschen voll bei dir mit 2025, dass da irgendwas kommt, was dann auch entweder der Untergang von Krypto sein kann, bin ich ehrlich, oder was das Ganze dann ins andere, ins Next Level bringt. Aber wir haben halt dann auch noch die CBDCs, ne? Das ist halt das andere. Und mit den ganzen Verordnungen, MiCA, CBDCs und was da alles kommt, weiß ich nicht, ob das Ganze wirklich Zukunft haben konnte. Ich würde es mir wünschen, ne? Aber ich glaube nicht, dass das in Europa so starke Chancen hat. Ich gebe dir von A bis Z recht, in Dubai sind die wesentlich, wesentlich weiter. Ist auch so einer der Länder gegebenenfalls, wo ich mir vorstellen kann, irgendwann hinzugehen. Nicht, meine Frau hat da noch ein Riesenproblem mit, aber Bin mittlerweile auch dafür, sage ich jetzt einfach mal so. ich bin dafür, einfach zum einen hast du da andere Möglichkeiten, du hast da ein ganz anderes Umfeld, ein ganz anderes Mindset. So. Hier fühlt sich alles halt auch immer so traurig, depressiv und negativ für Einstellungen an. Und wenn du dir dann andere Länder anguckst, wie halt zum Beispiel Dubai, Dubai riskiert eine Menge, geht nach vorne, blickt nach vorne, wagt neue Schritte. Und das sind einfach diese neuen Schritte, die du gehen und die du riskieren musst, um etwas Neues zu schaffen. Es gab ja diesen riesen industriellen Boom und, wo Projekte und aus dem Boden gesprießt sind, wie die Golden Gate Bridge damals gebaut haben und. Das sind ja Riesenprojekte gewesen für die damaligen Zeiten. Was haben wir heute noch davon? Heute sitzen die 25.000 Tage lang an irgendeinem Tisch und sind irgendwelche dummen Gesetze am Debattieren, anstatt mal irgend so einen Vorschlag wie eine Golden Gate Bridge zu bauen, wirklich ernst zu nehmen und sagen, boah, ja, Mann, lass uns das mal riskieren und ausprobieren. Diese Zeiten sind leider Gottes irgendwo einfach so ein bisschen vorbei, wo die Leute riskieren und einfach mal so ein bisschen nach vorne marschieren. Nö, wir sind schön gemütlich, unser Sozialstaat, wir verpulvern unser ganzes Geld und ja, wir bleiben hier rumsitzen und so, ne? Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich alle hinaus will. Man muss einfach was riskieren und ich bin auch der Meinung, durch die Macht unserer Gedanken können wir die Zukunft einfach auch so ein bisschen steuern. So durch unsere eigene Vorstellungskraft können wir die Step by Step erschaffen. Und daher glaube ich felsenfest und überzeugt daran, dass Krypto langfristig gesehen einfach halt auch die Zukunft ist. Werde darin weiterhin alles reinbuttern, was ich bekomme und werde weiterhin rumprogrammieren wie ein Bekloppter, um in dieser Welt langfristig gesehen weiter auch einfach Fuß zu fassen. Ich stimme dir in den Punkten absolut zu. Ich denke trotzdem, es wird sich 2025 relativ viel entscheiden, habe ich das Gefühl, wie es weitergeht, was passieren wird. Und ich glaube immer noch, dass irgendwie 90% vom Markt verschwinden wird einfach. Und Ist da auch bin ich okay. auch,
Ich finde, es klingt jetzt für viele, es ist nicht der Anreiz bei Krypto gewesen, dass es ja, zentralisiert sein sollte. Das ist nicht der Anreiz, aber es gehört besser reguliert. Und da rede ich jetzt nicht nur von gesetzlich. Ich finde auch auf YouTube gehört es gemacht, weil das extrem gefährlich ist. Wir hatten das Thema schon mal mit einerseits natürlich Thumbnails etc. pp. Und man schickt die Leute in den Markt. Natürlich ist es geiles Marketing über YouTube, was du betreiben kannst. Aber ich finde auch, dieser Markt sollte, und da mache ich mich jetzt vielleicht bei vielen, sehr, sehr vielen unbeliebt, ein bisschen besser kontrolliert werden. Weißt du warum? Erleuchte mich. Einfach weil. Ah, wie sage ich das am besten, ohne dass es scheiße klingt? Einfach Freie so. Schnauze raus. Ja, ich meine, es läuft viel verkehrt auch auf YouTube. Ne? Das war ja auch der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt keine lustigen Thumbnails mehr, weil es auch ein bisschen in meiner persönlichen Verantwortung vielen, vielen Neuen da draußen zugehört, die Leute nicht in FOMO zu kriegen. Und ich kriege es extrem gerade mit. Wir haben steigende Kurse seit Wochen. Die Klickzahlen schießen in die Höhe, sobald du solche komischen Gesichter irgendwie wieder machst oder die Leute reizt mit 400x oder der Coin macht jetzt noch 20.000. Das sind Versprechungen in den Thumbnails und viele gucken sich die Videos. Ich meine, ich kenne ja auch meine Watchtime und ich kenne es auch von anderen YouTubern, dass die Leute teilweise eine Watchtime haben, wenn ein Video 10 Minuten dauert, sich das Video eine Minute angucken. Und du kannst mir noch nicht erzählen, dass das wirklich sinnvoll ist. Ich meine, du betreibst in Anführungszeichen natürlich keine Kaufentscheidung oder das darfst du ja sowieso nicht. Das ist ja keine Finanzberatung, ne? Aber ich finde, wir Hast du haben eine alle. BaFin-Lizenz? Ha? Hast du eine BaFin-Lizenz? Natürlich nicht. Du auch nicht, oder? Das hätte mich jetzt gewundert. Ich habe eine. Echt jetzt? Ja, ich müsste jetzt suchen, aber ich habe eine. Ich habe eine extra bei der BaFin beantragt, weil ich ja auch eine eigene Website und so gestalte. Ach Und ich krass. habe eine BaFin-Lizenz bekommen. Ohne Probleme. Oder diese Meldung halt dahinter. Ja, es gibt ja nochmal diese Unterschiede, wofür du dafür auch noch Geld bezahlen musst und und. Ach Aber krass. diese Anmeldung dahinter, dass du Analysen verbreitest, so damit die halt Bescheid wissen und ein Auge darauf haben, dass du keine, wie heißt diese Firlefanz? Interessenskonflikt, damit kein Interessenskonflikt halt entsteht, dass du dann halt auch eben mehr Analysen zeigst und bietest, Krass. als die du wirklich selber hältst und so weiter und so fort, dieser ganze Firlefanz. Aber Aber ja, ist das okay, ich habe dich unterbrochen. finde ich gar nicht so verkehrt. Also meine persönliche Meinung jetzt, ne? Jeder soll sich diesen Scheiß holen, damit er wenigstens eine Lizenz hat, so weißt du, eine Art, aber theoretisch kann sich jeder auch ohne Gesicht auf YouTube hinstellen und dir Coin XYZ andrehen und kein Schwein weiß, wer dahinter sitzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da finde ich, gehört. Ja, es klingt halt einfach scheiße, ne? Weil ich bin selber YouTuber. Wir sind beide YouTuber, ne? Wir stellen uns beide hin, machen Analysen täglich. Aber ich finde, zwecks Sicherheit und bessere Adaption im ganzen Crypto-Space gegenüber, auch gegenüber neuen, wäre es vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und die Rufe werden lauter und die werden auch im Bullrun oder nach dem Bullrun vor allem dann immer lauter, weil die sogenannte Altcoin-Rotation nicht gekommen ist oder ich habe hier Geld verloren, weil ich wieder in Coin XYZ investiert habe. Weißt du, was ich meine? Das ist. Es ist fatal. Es ist wirklich fatal, weil sich halt auch einfach jeder so damit hinsetzen kann, das zeigen kann, das polarisieren kann und. Vor allen Dingen halt die Leute, die dann einfach irgendwelche Thumbnails dahinter machen und Clickbait-Titel. Wir haben mal drüber gesprochen, dass ich keine halt mache und du hast gesagt, so irgendwann machst du es auch. Irgendwann habe ich doch mal geguckt und ausprobiert. Und ich muss sagen, es hat mich abgefuckt. Das hat mir Bauchschmerzen gemacht. Das hat mich emotional selber beeinflusst, dass ich manchmal diese Titel gemacht habe. Und Ja. jetzt vor kurzem habe ich mich dazu wieder entschieden, einfach zu sagen, es heißt einfach Bitcoin, BTC, Elliott Wellen, Chartanalyse, Datum, Feierabend. Rest interessiert mich nicht. Es ist mir egal, wie viele Zuschauer ich dazu bekomme. Step by step. Mein Wachstum kommt so oder so. Und eins kann ich euch am Ende des Tages da draußen immer versprechen. Mein Kerngeschäft ist nicht YouTube, mein Kerngeschäft ist nicht direkt das Traden, sondern liegt in einem ganz anderen Bereich. Mein Kerngeschäft ist auch nicht das Vermitteln davon, wie man tradet auf meiner Website, Tutorials und, sondern ich sitze in einem ganz anderen Bereich oder möchte mich in einem anderen Bereich weiterentwickeln. So von daher, der Wachstum kommt mit der Zeit. So, da mache ich mir da nicht so viele Gedanken drum, aber wir haben im letzten Video auch schon einmal drüber gesprochen. Thumbnail, XRP, 10.000 Dollar, 5 Flaschen Wodka auf dem Tisch.
wo ich mir denke, Alter, das kann es einfach nicht sein. Und die Leute gucken das auch noch gerne an, vor allen Dingen diese jungen Leute da draußen, und setzen sich mit diesem Thema auseinander und sehen, boah, geil, kann viel Alkohol trinken, hat mit XRP schon so und so viel Geld verdient und, und. Vermittelt ein absolut beschissenes, ekelhaftes, widerwärtiges Drecks- und Scheißbild. Und da fühle ich mich manchmal kacke, zu dieser Community so ein bisschen dazuzugehören oder zu dieser Welt. Aber schwarze Schafe gibt es überall und davon sollte man sich nicht unterkriegen lassen. Im Fußball gibt es Leute, die dopen, in der NFL gibt es Leute, die dopen und. Heißt nicht, dass man das kopieren und nachmachen muss am Ende des Tages. Ja, aber das war auch für mich jetzt so ein Ding, wo ich jetzt gesagt habe, nee, mir reicht's jetzt, weil es mir irgendwie, ich konnte mich selber nicht mehr ernst nehmen. Weil ich auch dann zuletzt meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben habe, was das Ganze anbelangt. Es hat halt Klicks gebracht bis zum geht nicht mehr, ne? Und das ist halt so, aber da muss ich dir jetzt, und da stimme ich deinen Gedankengang absolut zu, was du gesagt hast, du verdienst dein Geld nicht mit YouTube. Ich meine, viele wissen es vielleicht nicht. Ich habe es, glaube ich, in die Gruppe geschrieben. Ich habe als YouTuber, also nur durch YouTube-Werbeeinnahmen, 100 bis 200 Euro verdient. Das ist für einen Furz, ne? Insgesamt oder pro Monat? Pro Monat. Ach so, ich habe das insgesamt, weil ich mal Werbung, mal nicht Werbung und jetzt habe Ja, ich mich aber es gegen ist. Werbung Und entschieden. da habe ich mir so gedacht, boah, warum mache ich mich hier eigentlich so zum Affen für 100, 200 Euro im Monat, dass ich die Zeit da reinschicke? Mein Ding ist, den Leuten ein bisschen Wissen zu vermitteln, die Leute darauf vorzubereiten. Und nicht in meiner Gruppe 500 Leute zu haben, die jeden Tag fragen, wo steht Solana in einer Stunde. Das ist nicht mein Ziel. Die Leute sollen es selber lernen, Leute sollen bewusst in den Kryptomarkt einsteigen, Leute sollen lernen, wie man mit Krypto umzugehen hat. Und nicht, welcher Coin macht das nächste 500x, weil das kannst du mit der Zeit wahrscheinlich irgendwie, erstens kann es keiner prophezeien, egal was für ein YouTube-Thumbnail du hast, du wirst niemals genau diesen 500x-Coin erwischen. Und vor allem nicht, wenn YouTuber schon davon berichten, dann ist es meistens schon zu spät. Sage ich jetzt auch erstmal so, ne? Natürlich, Analysen und sowas Wie geht klar. Vitor? Ja, das sind so, nee, aber weißt du, das sind einfach so Sachen, die haben mich persönlich ein bisschen angekotzt zuletzt. Und wo ich auch echt die Schnauze voll hatte, mal eine Zeit lang von YouTube. Aber ich gehe jetzt ganz ehrlich gemeinen Weg. Wenn die Leute es gucken, ich habe schon gemerkt, die Klicks sind eingebrochen. Also ich habe wirklich 30 bis 40% weniger Klicks auf den Videos. Das ist schon heftig. Einfach nur, weil ich die komischen Fratzen aus meinem Gesicht weglasse oder hier 500% Prognosen oder die Leute mit Clickbait vollhau. Aber es ist extrem jetzt in dieser ersten Woche auffällig, dass die Klickzahlen konstant, ich sag's mal, deutlich niedriger sind, konstant aber und leicht ansteigend. Und darum Ja. geht es mir eigentlich. Weißt du, lieber habe ich konstante Leute, auch in meiner Gruppe. Ich brauche keine Gruppe mit 5000 Leuten drin, weil das geht schief. Dann hat keiner mehr einen Lerneffekt. Lieber habe ich eine Gruppe, ich glaube, bei mir sind 700 Leute oder 800 Leute drin, die. Was? So viel krass. Ja, ist schon krass manchmal. Es ist ja in YouTube-Verhältnissen sehr wenig. Also es gibt ja Leute, die haben, keine Ahnung, 10.000 Leute in der Gruppe, ne? Aber da leidet halt dann möglicherweise auch das ganze Commitment damit, ne? Aber das ist jetzt einfach so ein Weg, habe ich für mich eingeschlagen, weil ich es richtig und wichtig finde, den Leuten einerseits natürlich was auf den Weg zu bringen, andererseits aber auch, dass die Leute nicht abheben oder meinen, ja, sie kriegen jetzt hier alle 10 Minuten eine Solana-Analyse oder ich hasse Solana, weiß ja jeder mittlerweile. Ja, nee, darum geht es mir einfach. Und da habe ich gesagt, nee, den Zug fahre ich jetzt einfach nicht mehr mit. Können andere machen und keine Ahnung, dann sollen sie machen, was sie denken, aber ich habe keinen Bock mehr auf diesen Clickbait-Zug einfach aufzuspringen. Das ist vorbei für mich, ganz ehrlich. Finde ich gut. Ich meine, ich muss auch zugeben, ich habe dich eine Zeit lang darüber beneidet, dass du darüber so viele Klicks gemacht hast und habe mir gedacht, ah, eigentlich willst du auch, aber nein und war auch so ein bisschen dieser innerliche Entwicklungskampf dahinter und das dann auch mal zwischendurch so ein bisschen ausprobiert und, aber es macht einfach keinen Spaß. Da hat man Nee. einfach Bauchschmerzen mit bei. Ich beeinflusse mich damit selber immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und das fühlt sich einfach eklig an. Da denke ich mir, ich nehme auch lieber so diesen kleinen Wachstum mit. Und auch jetzt bei mir ist es halt auch so, in der Telegram-Gruppe, ich schreibe da nichts rein, in meiner öffentlichen Telegram-Gruppe, sage ich mal. Einfach fehlt mir dafür so ein bisschen halt auch die Zeit. Zum anderen gab es da ja auch diesen einen Bruch mit dem Kollegen, der sich um einiges gekümmert hatte. Und ich denke mir so, come on, so what? Wofür? Wenn die Leute was wollen, können sie mich mal privat anschreiben, können sie in der Gruppe was fragen, dann bekommen sie eine Antwort. Aber in erster Linie liegt es bei den Leuten, finde ich, selber, sich untereinander auch einfach auszutauschen.
Und verzeiht mir jetzt kurz diesen Werbungsschwank. Ich packe hier keinen Link drunter. Manu, pack keinen Link drunter, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Aber Leute, die mich, ja, mich verlinkst du auch nie darunter, du Sau. Hab dich lieb. Ja, Sorry, das mache ich genau. nicht bewusst. Das mache ich nicht bewusst. Sorry, ey. Also ich schicke dir die ganzen Shorts doch immer. Worauf ich aber hinaus wollte, ich habe eine private Gruppe, wo ich mich mit Leuten halt immer austausche für einen kleinen, ich nenne es mal Vereinsmitgliedsbeitrag, weil es halt nicht wirklich viel ist. Und da tauschen wir uns dann auch regelmäßig aus. Und ich animiere die Leute, ey, trefft euch selber im Discord, die haben dann einen schönen privaten Bereich, wo die Leute sich dann auch connecten, hinsetzen, gemeinsam analysieren, Backtests machen und, und. Das ist einfach voll super, wie ich finde. Und du brauchst diesen Clickbait dahinter nicht. Es ist nicht so, du kannst diese 5000% Coins und so, die kannst du nicht im Vorfeld predikten. Es ist, dann befinden wir uns so ein bisschen in diesem Venture Capital Bereich. Small Caps suchst du dir 100 Stück aus, packst in jeden 100 Dollar rein, musst allerdings davon ausgehen und musst so überzeugt von Projekten sein, dass, wenn einer davon durch die Decke geht, dass er die anderen, die abschmiert, komplett abdeckt. Das ist einfach, da müsst ihr euch einlesen, da hilft euch technische Analyse nicht viel und, und. Da befinden wir uns wirklich tatsächlich im Venture Capital Bereich und da muss man dann einfach zu einem gewissen Teil loslassen von der technischen Seite her. Ja. Ja, war jetzt doch wieder eine lange Folge. Gut, wir sind am Ende ein bisschen ausgeschwichen, aber ich fand es jetzt einfach wichtig, auch mal irgendwie zu sagen, oder? Ich meine, es. Es tut auch mal gut, so ein Ja. bisschen seine Meinung dazu zu äußern, sich darüber auszutauschen, den Leuten auch so ein bisschen mitzuteilen, ey, was geht denn einem vor? Warum hat er so und so lange mal keine Videos gemacht? Warum kein Clickbait-Titel? Warum hat er Ja. Clickbait-Titel gemacht? Und, um die Leute so ein bisschen teilhaben zu lassen, auch an unserer Entwicklung, wo Ja. wir hingehen. Ja, oder wo wollen wir hin, besser gesagt? Da geht es ein bisschen mehr um Seriosität anstatt die breite Masse. Ist Und so, Cardano übermorgen 2,5 Millionen Dollar der Coin. ja, da, ich finde sowas einfach nicht mehr cool. Also die Entwicklung ist einfach absolut negativ, aber das liegt natürlich auch am Konkurrenzkampf. Jeder will mehr Klicks, jeder will mehr Abos haben. Aber ey, ich weiß nicht, ich fühle mich einfach lächerlich dadurch. Also ich konnte mich persönlich ehrlich gesagt nicht mehr ernst nehmen und habe auch den Spaß einfach daran verloren, jeden Tag mir eine neue Mega-Headline auszusuchen. Jetzt heißt es einfach Bitcoin-Analyse, keine Ahnung, irgendwas halt und leck mich. Werde damit glücklich und anscheinend 50% finden es immer noch gut. Die anderen 50% sind jetzt auf irgendeinem anderen Kanal und sagen, lassen sich wieder irgendwas einreden. Aber Ich gut, so ist es. finde, viele betrachten es ja auch so als diesen Konkurrenzkampf auf YouTube und so. Das finde ich meistens auch so ein bisschen eklig, kacke, whatever an der Stelle. Und das beschreibt Peter Thiel in seinem Buch von Zero to One auch. Wer sich auf diesen Konkurrenzkampf einlässt, verliert am Ende. Jedes Mal. Es ist ein Miteinander. Ihr müsst euch gegenseitig unterstützen. Ihr müsst euch nicht irgendwelche Marktplätze streitig machen. Ihr müsst was im Kopf haben, womit ihr euch gegenseitig ergänzen könnt. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Manu und ich planen ab jetzt, wir machen sonntags einmal gemeinsam einen Stream und ergänzen uns mit Elliott-Wellen und Smart Money Konzept ist das, was du machst über Order Blocks und Fair Können Value Gaps, ne? wir echt mal machen. Ja. Und wir setzen uns. Von mir aus sehr gerne, ich bin dabei. Und wir setzen uns sonntags immer 2 Stunden zusammen, besprechen einmal den Markt, gucken einmal über Elliott-Wellen, Orderblocks und können uns dadurch so ein bisschen ergänzen, ohne sich den Marktplatz langfristig halt gesehen wegzunehmen. Sondern ich in meinen Streams habe zwischendurch, wenn ich mir was zu trinken hole, wenn ich eben kurz auf Klo bin, mache ich immer mal zwischendurch dein Video an und lasse das laufen, damit die Leute Oh. Unterhaltung haben. Das ist einfach so. Oh. Support untereinander, ein wunderschönes Miteinander und deswegen gebe ich Ja. euch am Ende des jeden Podcasts, du siehst auch schon so ein bisschen gelangweilt und genervt aus, weil ich so viel am Alter, Reden. nee, ich habe einfach Kopfschmerzen, Alter. Mein Kopf ist knallerot. Ich habe, wie gesagt, ich habe Sonnenbrand einfach drin. Das ist richtig so unangenehm. Das ist nichts gegen dich, ey. Also denk das nicht. Aber ich habe gerade mega die Kopfschmerzen einfach. Und mein Trinken ist irgendwo im anderen Raum. Ach, alles gut. Aber das ist auch der Grund, warum ich euch jedes Mal in jedem Podcast, in jeder Podcast-Folge mitgeben möchte. Leute, verbreitet ein bisschen Liebe und Freude im Leben, damit es ein schönes Miteinander ist und kein Gegeneinander. Das Leben ist kein Wettkampf oder so, sondern ein wirkliches Miteinander, um gemeinsam zu wachsen, gemeinsam neue Erfolge zu erzielen.
gemeinsam das Universum zu erklimmen oder whatever an der Stelle, wo uns das Leben langfristig gesehen hinführt. Aber es ist der Miteinander. Keine Ratte der Welt würde jemals eine Rattenfalle erfinden, aber die Menschen erfinden eine Atombombe. Albert Einstein. Gutes Schlusswort. Damit würde ich sagen, können wir das auch so stehen lassen. Lange Folge geworden. War ich jetzt nicht so der Plan, aber wie gesagt, das war absolut notwendig. Also keine Ahnung. Fand ich jetzt auch mal gut, dass wir darüber gequatscht haben und ich denke, für euch da draußen auch. Ja, damit wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Gerne mal euer Feedback da lassen, Like da lassen, Abo da lassen, alles Mögliche. Teilt den Podcast, wie ihr wollt. Wir wollen weiterhin unter den Top 200 bleiben, beziehungsweise ich würde auch gerne unter die Top 100, das wäre natürlich auch geil. Aber irgendwann werden wir am Ende noch zensiert, weil wir irgendwelche Themen ansprechen. Grüße gehen raus an Hoss und Hopf. Es ist so geil, ne? Ja, darüber können wir gerne nochmal eine Folge machen, weil das ist so ein Thema, zwecks Thema Zensur und sowas, ne? Aber gut, anderes Thema können wir vielleicht nächste Folge besprechen. Und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende alle da draußen und lasst es euch gut gehen. Verteilt ein bisschen Liebe, wie René das immer sagt. Und trotzdem hast du das letzte Wort jetzt. Point Flip.